Nee, die Info ist das andere. Wow. Eine blank gezogene Waffe. Nein, wegstecken. Verschreckt die Leute. In den Städten wird man dir vielleicht sogar die Wachen auf den Hals setzen. Keiner wird angreifen, erst recht keine fremdländischen Kämpfer. Sigismund ist weitergezogen und wir haben nichts zu befürchten. Außerdem können wir jederzeit in die Burg fliehen. Und du hast selbst gesagt, dass du Wilma kein Wort glaubst. Also hör auf, dich dauernd selbst zu martern. Alles ist gut. Und so wird's auch bleiben. Ja, aber... Kein Aber. Alles ist gut. Verstanden? Hoffentlich. Danke, Niklas, es freut mich. Gott sei mit dir. Gibt es hier jemanden, der mit Waren handelt? Votava, so ein zaundürrer Geselle. Hab ihn beim Kornspeicher gesehen. Er kauft alles, was von Wert ist und würde sogar seine eigene Großmutter verhökern. Wenn er sie nicht längst verhökert hat. Was hältst du davon, dass Sigismund abgezogen ist? Das war vielleicht ein Glück. Ich weiß, alle reden davon, wie schlau Herr Divisch ist und so. Aber das war eine heikle Sache. Das war eine heikle Dieser Sache. Dieser Sigismund ist unberechenbar. Er entführt den König, überfällt Städte, schafft fremdländische Söldner ins Land. Gott weiß, was er als nächstes vorhat. Alles Gute. Menschenfresser, um Himmels Willen, wo hast du sowas gehört? Alles deutet darauf hin, siehst du es nicht? Du glaubst nie, wie lange der braucht, um diesen verschissenen Zaun aufzustellen. Und jetzt Armeen, die über uns herfallen. Hat seine Kuh unseren Kuhschlag des jüngsten Gerichts nach. Was ist daran so schwer? Frag ihn das, als würde er eine Kathedrale errichten. Immerzu tut er wie Sodom und Gomorra. Ob du gesehen wirst, hängt von Licht und Kleidung ab. Aha. Händler. Wo ist denn der Händler? Der hier, oder was? Votava, tatsächlich. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Gott behüte dich. Nee. Geld habe ich nicht wirklich. Aber ich könnte ihm was verkaufen. Dietrich, die behalte ich mal. Baldrian. Minderwertiger Pfeil. 100 Pfeile habe ich? Ist die Anzahl, ne? Schaden, Zustand, Gewicht, Preis, Anzahl. Ne, einen habe ich. Den kann ich aber verkaufen, glaube ich. Den Retterschnaps kann ich komplett verkaufen. Ringelblumenaufguss, die behalte ich mal. Du erhältst 186 Gold? So viel hat der doch gar nicht. Warte mal. Da muss ich auch wieder ein paar entfernen, glaube ich. 47 Gold, das machen wir doch so. Finde ich super. Ruf verbessert. Schön. So, kann mal bitte jemand auf Nexus Mods schauen? Nach der Mod, die das hat versteckt von Kingdom Come Deliverance und mir sagen, welchen Knopf ich drücken muss, damit ich das Hub wieder einblenden kann. Das ist das Journal. Ich probiere jetzt einfach mal da. Nee, das ist einfach nur offen, nachdem ich... Ja, das ist einfach nur kurz offen, nachdem ich irgendwas angemacht habe. Steckt die Waffe weg, verflucht. Natürlich stecke ich die Waffe weg. Das ist die Konsole. Nee, ich weiß es gerade nicht. Aber ich schaue mal kurz noch ins Journal, was wir jetzt noch vorhaben. Bestatte deine Liebsten in Scarlets, besorg dir ein Pferd. Also ich muss jetzt ein Pferd kaufen. Und nach Scarlets reiten, machen wir das doch mal. Hallo Wache. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ich muss hier raus. Und ich läge gern mit einer hübschen Dirne in einem Federbett. Aber wie es aussieht, werden wir wohl beide enttäuscht. Herr Divisch befahl, keinen rauszulassen. Vor allem dich nicht. Vor allem dich nicht. Herr Robert hat es gestattet, den anlügen?
Weißt du nicht, wer ich bin, ey? Meine Eltern wurden wie Aas liegen gelassen. Ich muss sie bestatten. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Tut mir leid, mein Freund. Entweder du überzeugst Herrn Robert, oder du denkst dir irgendwas aus, damit ich nicht in der Scheiße lande. Ansonsten, Pech. Was soll ich mir bitte ausdenken? Was weiß ich? Eine Verkleidung vielleicht, damit ich dich nicht erkennen kann. Wenn ein Thalenberger Wachmann in voller Gewandung aufkreuzt, lasse ich ihn natürlich raus. Ja? Ist doch klar. Geil. Gut. Ich versuche etwas aufzutreiben. Mach's gut. Ich schaffe dir eine Thalberger aus der Wachburg. Okay. Na, nein, ich will nicht warten. Die Wachburg war hier oben irgendwo, ne? Ganz am Ende, glaube ich. Oh, guckt euch diesen Ausblick an, Leute. Ist das herrlich. Man fühlt sich wirklich ins Mittelalter versetzt. Das ist ganz, ganz großes Kino. Ich kann mir kaum vorstellen, wie das ist, dieses Spiel in Virtual Reality zu spielen. Da muss man sich wirklich... Das muss wirklich unglaublich sein. Wenn man denn die Grafik dazu... Grafikpower dazu aufbringen könnte. So, das ist bestimmt die Wachburg hier oben. Wie war das nochmal mit dem Heimlichsein? Ich schleich mal eine Runde. Schloss knacken schwer, Schloss knacken schwer. Oder ist das einfach nur das Torhaus? Die schließe ich mal lieber. Schloss knacken sehr leicht. Das probieren wir doch jetzt mal. Hä? Was zum Teufel tust du da? Nein! Hör sofort damit auf! Ja, ich höre sofort damit auf. Scheiße. Oh, oh. Du da! Halt! Ergib dich! Du hast das Gesetz gebrochen! Du wurdest beim Schlossknacken erwischt. Scheiße. So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Um das zu bereinigen, musst du einiges hinlegen. Ach, scheiße. 750. Oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Typisch für mich. Also gut, nur so viel. Das Schicksal des Königreichs hängt am seidenen Faden. Alles liegt an Sigismund und Wenzel. Das ist hohe Politik, verstehst du? Aber kein Wort zu irgendwem. Hältst du mich für so dumm, dass ich auf so eine Geschichte reinfalle? Scheiße. Keine Chance. Das ist zu viel. So viel Geld habe ich nicht. Das Bußgeld ist trotzdem fällig. Wirst es wohl im Kerker absetzen müssen. Oh nein. Na dann. Dann sperr mich ein. Dort wird's dir gefallen. Ist genau der richtige Ort für solche wie dich. Scheiße. Und gib mir die gestohlenen Sachen. Kann ich mit Herrn Robert reden vielleicht? Scheißdreck. Erstmal schön den ganzen Tag im Kerker sitzen. Hoffentlich hast du die Zeit bei uns genossen. Nicht sonderlich. Das höre ich gern. Und kann ich gehen? Gehen? Ja, leider. Und jetzt verzieh dich und lass dich meinetwegen in Stücke hacken. Na, immerhin bin ich jetzt draußen. Scheiße, aber ein Pferd habe ich nicht bekommen. Und es regnet auch noch. Na toll. Was ist denn das für ein Perk, den ich da gerade habe? Nach dem Kerker. Aha.
Bildstock entdeckt, Waffenknecht. Dann darf ich wenigstens jetzt ins Dorf? Warum nicht? Ich habe ja meine Zeit abgesessen. Und doch richtige Blumen hier. Hä? Hab ich nicht gerade was da? Distelkraut. Kräutern kann ich bestimmt noch irgendwann Alchemie machen. Tränke brauen oder sowas. So, wo gibt es dann hier einen Stall? Kann ich hier nirgendwo? Hier sind doch Reifenspuren von irgendeinem Wagen. Oh, schaut mal. Wow. Wie idyllisch hier. Badehaus. Hallo. Guten Tag. Gott behüt dich. Gott behüt auch euch. Vertragen. Was? Kann ich schon wieder was essen? Super Mädchen. Guten hübsche. Tag. Lebe wohl. Lebe wohl. Ich versuche ein Pferd zu finden. Oh, ich habe eigentlich eine Mod installiert, dass das sich nicht mehr verfärbt hier. Aber... die scheint wohl nicht zu funktionieren. Mist, ich hätte gerne ein Pferd. Aber die hier unten in der Stadt haben wahrscheinlich keine Pferde. Schönes Bächlein hier. Boah, ich muss jetzt bis Scarlets laufen, oder was? Das ist ganz schön weit. Das war beim Reiten schon ziemlich weit. Unterkünfte gefunden, na immerhin. Beste Grüße. Und wie läuft es so in Thalmberg? Ist alles friedlich hier? Ah, die Dinge stehen nicht schlecht. Mhm. Mach's gut. Schlafplatz brauche ich nicht. Ich habe gerade erst geschlafen, wenn auch im Kerker. Jetzt fängt das schon wieder an zu regnen. Und die bleiben einfach draußen sitzen. Die sind das hier wahrscheinlich gewohnt. Die würfeln. Schweine! Wie großartig. Tja. Wo bekomme ich ein verdammtes Pferd her? Yep. Ah. So, ich hoffe, ich habe keine nassen Füße bekommen. Tja. Bei den niederen Leuten gibt's keine Pferde. Sühnekreuz. Was sind eigentlich diese Kreuze? Genau. Sühnekreuze oder zumindest Steine, in deren Oberfläche ein Kreuz graviert worden war, wurden an Orten tragischer Geschehnisse oder bedeutsamer historischer Begebenheiten, die eine Gemeinschaft oder das Land betrafen, aufgestellt. Sie in Auftrag zu geben und aufzustellen, wurde häufig als Strafe verhängt und sollte ein Schuldeingeständnis und Flehen um Vergebung symbolisieren. Die Kosten dafür trug der Schuldige. Sühnenkreuze markieren zudem die Grenzen von Anwesen und Gemeinden. Hm, interessant. Wieso kann ich eigentlich niemanden fragen, wo ich ein Pferd kaufen kann? Ich reite gleich auf einer Kuh dahin. Verdammt. Oh. Ein Gerber. Ja, Gerber Brada. Die Wetterwechsel sind auf jeden Fall sehr schnell. So, ich guck mal auf die Karte. Wo sind wir?